Zurück in eine Zeit, in der rauchende Frauen am Strand ein Zeichen von »Wir lassen uns nicht mehr alles gefallen« waren. In den 1920er Jahren lebten immer mehr Frauen in Deutschland, vor allem in den Metropolen, ihr Leben, so wie sie es wollten und ohne Männer zu fragen, ob sie das dürften. Die Zigaretten standen, wenn man so will, für die Sucht nach Selbstbestimmung, auch wenn die nicht einfach war, weil Konventionen und Umstände immer wieder Abhängigkeiten mit sich brachten. Vor allem dann während der späteren Nazi-Diktatur. Von Aufbrauch und Umbruch erzählt der preisgekrönte Roman Die Mittagsfrau von Julia Frank, der jetzt verfilmt wurde. Klaus Lesche. In den 20er Jahren taucht Helene in ihr Babylon Berlin ein. Hier erlebt das Landkind die Freiheit der Großstadt. Helene will aber nicht nur feiern, sie will studieren, Ärztin werden. Das Geld dafür verdient sie sich als Krankenschwester und Apothekenhelferin und dort begegnet ihr Karl. Schnell wechseln die beiden vom Lesen der Packungsbeilagen zum Rezitieren von Gedichten. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen, wie in Särgen. Weltende heißt dieses Gedicht, kein gutes Omen für die verliebten Seelenverwandten. Karl stirbt bei einer Demonstration gegen die Nazis, die bald darauf an die Macht kommen. Lebensgefährlich für Helene, denn nun muss sie ihre jüdischen Wurzeln verbergen. Da begegnet ihr der Offizier Wilhelm. Helene, ich kann dir eine Ahnung was besorgen. Sie heiratet Wilhelm, um durch die braune Zeit zu kommen. Vergleicht man, wie schwerelos Helene einst mit Karl getanzt hat und wie steif sie am Hochzeitstag von Wilhelm herumgeschoben wird, ist schon klar, diese Ehe wird zur Hölle. Rätselhaft, warum Helene in dem klischeehaften Nazi Wilhelm nur den Beschützer sieht und nicht den Bedränger wittert. Brutpflege und Hausfrauenarbeit mehr erlaubt Wilhelm nicht. Wie eng Helenes Spielraum wird, das macht Regisseurin Barbara Albert auch über Bildformate deutlich. Von einem weiten Bild gehen wir immer näher, immer enger bis zu einem 4:3 Bild, weil wir wirklich zeigen wollten, wie beklemmend auch das Leben dann eben von Helene wird. Helenes Weg von euphorischer Selbst zu deprimierender Fremdbestimmung, ihn nachzuzeichnen, gelingt dem Film. Aus ihrer sorbischen Heimat kennt Helene eine unheimliche Legende. Wo ich herkomme, erzählt man sich die Geschichte der Mittagsfrau. Wenn sie kommt aufs Feld in der Mittagshitze, muss man mit ihr sprechen, so heißt es. Sonst wird man verrückt. Reden rettet, Schweigen kostet den Verstand, das ist die Botschaft der Mittagsfrau. Trotzdem droht Helene völlig zu verstummen. Schauspielerin Mala Emde schafft es, diese widersprüchliche Figur in der Balance zwischen Widerstand und Verzweiflung zu halten. Emde weiß genau, wen und was sie da spielt. Wir zitieren im Film zwei Gedichte, Else Lasker-Schüler und Rainer Maria Rilke. Und ich lege die beiden jetzt zusammen und sage mal zwei Sätze. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, in der betäubt ein großer Wille steht. Ich glaube, das fasst die Mittagsfrau gut zusammen. Kann man so sagen. Als die Nazi-Welt zusammenbricht, erwacht auch Helenes betäubter Wille wieder.